Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge mittlerweile schon von Project Unstable 4. Ich schmeiß wieder alles durch die Gegend. Ich habe mir mal jetzt auf dem Blog hier mal aufgeschrieben, und zwar habe ich zwei Reaktor-Designs. Das eine produziert uns... Moment, ich habe die hier noch offen. Das eine produziert uns zwar 380 EU pro Tick mit diesen Standard-Fuel-Rods. Allerdings haben wir dann auch wir haben 6 Quadrupel. Also 6x4 plus 1x2 und kriegen 380 EU pro Tick. Ist allerdings überhaupt nicht effizient, mit 2,92 Effizienz. Ich habe noch einen, der ist ein bisschen besser von der Effizienz her. Der produziert nur 300 EU pro Tick. Allerdings brauchen wir nur 5 von diesen Dingern. Das heißt, wir sparen uns im Endeffekt... Also wir haben 80 EU weniger. Der Vorteil ist aber, das zweite Design basiert komplett auf schon der Vorbereitung für das MOX. Also es ist unser altes Reaktordesign. Womit wir dann wieder mit den MOX Fuels arbeiten können. Und ich wollte jetzt mal kurz noch mal was zeigen. Und zwar, muss ich meine für eine Fuel Rod nehmen. So. Wenn wir die in einen Reaktor packen, in den Reaktor anmachen, sehen wir, wir haben ein Output von 5 EU. Und wir sehen eine Core Temp, die langsam hochgeht. Denn hier sind mittlerweile noch Prozente und hier ist eine schöne Anzeige mittlerweile. Das ist schön. Geht halt hoch. So. Die Sache ist die, das geht nie wieder runter. Wie können wir das jetzt runterpacken? Wir könnten ein Component Heat Vent, macht nichts. Der nimmt nur die Hitze von umliegenden Teilen. Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Overclock Heat Vent nehmen, oder ein normales Heat Vent erstmal, sehen wir, es passiert nichts. Okay. Nehmen wir mal ein Overclock Heat Vent. Die Core Temp geht weg. Das Overclock Heat Vent ist praktisch in der Lage, die Temperatur wieder wegzunehmen von dem Reaktor. Und da das wesentlich schneller ist, als es sich halt aufbaut, haben wir da nicht unbedingt das Problem. So, wir machen jetzt nochmal hier. Und dann habe ich noch was vorbereitet, und zwar ein Advanced Heat Vent. Was macht das Advanced Heat Vent? Gar nichts bei der Temperatur. Allerdings hat das Advanced Heat Vent fast die gleichen Eigenschaften wie das Overclocked Event. Einzige Sache ist halt die, es nimmt extrem viel Hitze auf und alles mögliche, allerdings nicht vom Kern, von der Kerntemperatur. Und das ist, was wir dann im Endeffekt später brauchen werden, wenn wir mit MOX arbeiten wollen, weil dafür brauchen wir eine gewisse Temperatur, das heißt, wir heizen den Reaktor am Anfang schön auf, dann bestücken wir ihn so, wie wir es wollen, und wir werden niemals die Core-Temperatur anrücken. Dafür haben wir natürlich eine geringere Toleranzschwelle. Deswegen kann ich beispielsweise, wenn ich alle Overclocked Heat Vent mit Advanced Heat Vent ersetze, dann würde es nicht funktionieren, weil wir weniger Heat haben. Ich glaube, waren es 12? Ich glaube, die machen 12 und die machen 20. Irgend sowas. Nuclear Reactor in EU Mode. Output throttled by 50%. Okay. Also wenn ich einen Steam-Mode packe, habe ich mehr Prozent oder was? Weil die andere Möglichkeit ist, dass man den mit Flüssigkeiten baut und dass er dann ja im Endeffekt Steam produziert. Also wenn es noch so ist, wie es da war. Also man hat diese Hitze erzeugt, dieses heiße Material, also diese heiße Flüssigkeit kam da am Ende raus, die konnte man nur zum Dampf zu erstellen. Also Steam. Egal, lassen wir es erstmal. Wie gesagt, Advanced Heat Vent macht da nichts. Egal, was du hier da drum ballerst, ist egal. Da passiert nichts, solange bis ein Overclock-Ding ist. Oder ein Reaktor-Heat Vent. Das geht auch noch. Das nimmt auch noch von der Core-Temperatur. Genau. So. Allerdings habe ich jetzt mal ein bisschen ausgerechnet. Für das eine Design mit 380 EU bräuchten wir 6 Component Heat Vent. Ich kann mal hier Heat. 6 Component Heat Vent. Die brauchen ein normales Heat Vent. 14 Component Heat Exchanger, also diese Dinge hier. Die sind auch eigentlich relativ billig. Und wir brauchen noch 27
overclocked Heatvent. 27. Das heißt, wir brauchen 27 Heatvent. Die Sache ist die, wenn wir den anderen Reaktor machen, brauchen wir 11 Component Heat Exchanger. Wir brauchen nur 11 11 Component Heat Vent. Wir brauchen 11 Component Heat Exchanger, also 3 weniger hier, aber bei den Component Heat Vent ein bisschen mehr. Weil ich mir gerade überlege, Moment, das kommt doch gar nicht hin. Was habe ich hier ausgerechnet? Fehlen irgendwie zwei. Achso, die zwei Slots sind weniger, weil wir da noch die zusätzlichen Fuel Rods drin hatten. Entschuldigung. Ich vergesse wegen der Berechnung. Genau, und halt auch 27 Advanced Heat Vent. Die brauchen allerdings 2 Heat Vent. Und von daher heißt das, wir brauchen 54 Heat Vents. Das heißt, wir brauchen 54 von diesen Electric Motor. Das heißt, wir brauchen 108 Coil und 108 Tin Item Casing. Die Tin Item Casing sind nicht immer das Problem, sondern die Coil. Denn damit wir 108 Coil haben, brauchen wir 108 mal 8 Copper Cable. Es ist nicht das Problem, es dauert nur Ewigkeiten, das durchzumachen. Und darauf habe ich im Moment keine Lust. Muss ich ehrlich mal so sagen. In dem Moment habe ich halt wirklich vermisse ich so ein bisschen die Automatisierung. Ich meine, ich werde das hier nochmal reinpacken. Das Problem ist, ich konnte nicht so viel vorbereiten und es wird heute auch nicht so eine ewig lange Folge. Wahrscheinlich morgen auch nicht. Denn, ja, ich hab noch eine Prüfung. Meine vorerst letzte bis nächstes Semester. Und da muss ich. Da will ich nicht so unbedingt jetzt so ein bisschen stressig dann am Ende. Gut, also wie gesagt, wir machen das ein bisschen kurz. Ich habe nicht allzu viel halt euch vorbereitet. Ich meine, wir haben jetzt hier den MFE, habe ich soweit schon mal zusammengecraftet, weil ich dachte, vielleicht mache ich den Reaktor noch. Dann habe ich aber gesehen, wie viel Crafting-Arbeit dahinter sitzt und da ich es nicht automatisiert habe, muss ich das alles per Hand craften und die Wartezeit hier braucht ewig. Aus diesem Grund machen wir erstmal kurz was anderes. Der ist aus. Okay, ich wollte mir sicher gehen. Zieh mal den aus und zieh mal das wieder an. Ups. So. Und zwar machen wir uns trotzdem den MFE heute schon mal. Ist ja nicht so schwer. Also Energy Crystal, die haben wir das letzte Mal gemacht gehabt. Storage Upgrade. Build a MFE Unit, build a Mining Laser. Achso, das hat sich jetzt praktisch rückwirkend. Eigentlich baut man zuerst den MFE und dann den Mining Laser. Okay. So, den Zombie-Kopf möchte ich nämlich haben. Das ist mir vielleicht nicht egal. So. Die Idee war, dass ich heute mal zeige, wie wir die Overclocker machen, weil das ist ja so ein bisschen unübersichtlich. Wie macht man jetzt die Overclocker-Upgrades? Dafür haben wir das letzte Mal so ein bisschen Lapis gemacht. Du hast gerade Schaden bekommen. Und warum ist hier auf der Map da hinten so eine riesen Zombie-Party? So hier? So hier. So. Hier sind. Da. Da ist ein Mini-Enderman. Okay. Okay. Zurück zum Eigentlichen. Ich habe die Universal Fluid Cell, das ist sehr gut. Und zwar nehmen wir unsere Fluid Solid Canning Machine und stellen die auf Fluid Enrich Mode. Dann packen wir Lapis Dust rein. Und dann brauchen wir von hier, was wir über unseren Solar Distiller wunderbar durchgehauen haben, ein wenig Distilled Water. So. Dafür haben wir das gemacht. Dann einmal da rein. Und dann sehen wir jetzt, wir können aus Distilled Water und Lapis Lazuli Dust. Exciting. Coolant. und so machen wir unseren IC2 Coolant. Wie wir sehen, es ist relativ schwierig, das alles so zu machen, weil man braucht sehr viel Distilled Water und Distilled Water ist relativ langsam gemacht. Und von daher, ja. Werde ich wahrscheinlich lieber auch noch mal ein bisschen was ansetzen. Achso, ich kann das nicht. Diesmal ist der Eimer da geblieben. Ich hatte es nämlich gestern so, dass die ganzen Eimer verschwunden sind. Da, schon wieder. Toll. Ich habe schon irgendwie 5 Eimer da drin verloren. Ich muss das mal mit einem Tank machen. So, das hier ist auch immer noch nicht fertig. Da seht ihr, wie wunderbar schnell das geht. Okay, wir kriegen den Coolant. Und wenn wir jetzt mal gucken, Overclocker.
Wir kriegen aus einem Rezept zwei Overclocker und wir brauchen drei 10k Coolant. Und dafür brauchen wir eine Universal Fluid Cell mit dem entsprechenden Zeug. Machen wir drei. Ich möchte eigentlich noch eine vierte haben. Dafür fehlen mir Glass Panes. Okay. So, noch eine vierte, damit wir einen noch über haben dann am Ende. Brauchen wir noch was? Den können wir schon mal craften. Davon können wir nochmal. Habe ich davon noch welche? Bevor ich jetzt. Ich hätte noch welche gehabt, okay. Und dann Tinplates. Habe ich noch einen Forgehammer? Ja. Machen wir das mal eben so. Reichen 19. Ja. Die reichen. Wunderbar. Okay. Dann. Einmal hier hin. Können wir das einfach so rausnehmen? Wunderbar. 3, 4. Das waren 4. Ich wollte eigentlich nur 3 haben. Switch Tanks, das ist doch doof. Canning. Train from Cell into Tank. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Das war jetzt auch wieder doof. Nee, ist es nicht. Moment. Ich kann einfach diesen da machen. Das da rein. Das raus. Und das da rein. Haha! Bin schlau. Okay. Gut, lassen wir das. So, und dann craften wir die einfach mit zusammen und dann kriegen wir diese 10k Coolant. Was wir machen könnten, theoretisch. Ja, okay, da hat die nur nachträglich noch reingesetzt. Was wir machen könnten. Wir könnten jetzt auch 30k Coolant machen. Dafür brauchen wir allerdings noch mehr Tinplates. Wir haben 3, also wir brauchen 3x3 und wir brauchen zusätzlich Tinplates. Das heißt, wir könnten es mit diesen erhöhten Dingern machen und die Overclocker damit machen. Wir sparen uns Circuits und Copper Cable, verbrauchen aber mehr Tin. Und es ist im Endeffekt hin wie her. Deswegen machen wir jetzt einfach mal 2 Overclocker. So, genau. Also, Power wird um das, was ist das, 2,5-fache ungefähr erhöht. Und die Produktionsgeschwindigkeit um die Hälfte reduziert. Also wenn ich jetzt hier ein Ding reinsetze, dann sehen wir jetzt gerade keinen Unterschied. Okay, ich packe mal noch ein zweites rein. Da sehen wir schon einen Unterschied. Also man sieht einen kleinen Unterschied. Und man sieht es hier auch, Stromverbrauch wunderschön. Das Ding muss jetzt dauerhaft aktiv sein und verliert sogar Energie. ja, also wir brauchen dann wahrscheinlich 2 Geothermal Generator, damit es funktioniert. Also wir mit, ja. Man kann es ja einfach ausrechnen. Eine 10, Maschine, die 10 EU am Anfang verbraucht hat, verbraucht nach dem Teil 25. Und nachdem es nochmal, also praktisch, es ist stacked. Das heißt, die Process Time ist jetzt nicht 0, weil ich 2 reingepackt habe. Man sieht es hier, genau. Achso, das ist die gesteckte. Ah, der zeigt schon das gesteckte daran. Sache ist die, das bringt genauso viel. Es zeigt nur was anderes an. Verbraucht es jetzt auch mehr? Nee, es verbraucht auch genauso viel. Schade. Okay, also gesteckt zeigen sie die richtigen Werte an. Also das ist praktisch ein Ding reduziert um 30, so rum. Um 30% zwei Dinge reduzieren um, also reduzieren es auf 50%, also ein bisschen weniger als 50. Also man hat nicht unbedingt so, dass man immer mehr kriegt. Also ich kann es ja mal ganz kurz hier nochmal zeigen. Wir haben ja dann hier 11 bei 6 und bei 12 haben wir 1%. Ja. Aber increase power to 28.000% mehr. Also was vorher 10 EU gekostet hat, kostet mir einmal 2.800 EU pro Tick. Ist dementsprechend natürlich schneller fertig, aber also im Endeffekt, ich weiß gar nicht wie, na gut, 50% weniger, wir brauchen das 2,5-fache. Wir haben die Hälfte. Also wir haben ein bisschen höheren Verbrauch, als wir eigentlich Nutzen haben. Wenn man sich jetzt ausrechnen würde. Also wir haben einen, wir verbrauchen praktisch Strom für 2,5 Items.
Produzieren aber in der gleichen Zeit nur zwei Items. So in etwa kann man es sagen. Okay. Ja. Wunderbar. Okay, damit geht denn das schon mal ein bisschen schneller. Es wäre vielleicht schön, noch mal ein paar mehr Overclocker zu machen. Wir können noch mal drei machen. Ich krieg's ja wieder, ne? 1, 2, 3. Overclocker, das soll ich... Upp. Dafür sollte ich dann aber vielleicht noch mal ein paar Tinplates machen. Tin. Dü-dü-düm. So. Forge schon mal. Ich mach einfach ein bisschen was. Ist viel zu viel gewesen, ist egal. So, das ist ja immer, dass da rein Shift klickt, ist mir ein Rätsel. So. So, ich brauche eh noch. Ich finde es schön, dass man mittlerweile das kann. Ah, man kann es doch nicht stacken. Doch, jetzt kann ich stacken. Ich glaube, der Server leckt gerade ein bisschen. Okay, mehr davon. Ah, ich vergesse immer, dass ich ja nicht. 3, 4. Okay. Nein, das da. Nein, das da. So. Ich bin heute auch schon nicht mehr so gut im Zielen. Ich verklicke mich dauernd. So, machen wir nochmal 2. Also wir sehen jetzt, das Ding hier läuft dauerhaft. Das Ding verbraucht ein bisschen Strom, aber nicht so viel. Also es ist praktisch nur so ein kleines bisschen, was es jetzt zusätzlich produziert. Damit das Ding da aufläuft. Wenn ich nochmal 2 reinpacke, werden wir jetzt hier sehen, oh mein Gott, ist Drain Power ohne Ende. Aber wir sind hier relativ schnell. Das Problem ist allerdings, in diesem Moment haben wir eine gewisse Schwelle überschritten. Wir sehen, es geht immer noch halbwegs schnell. Allerdings verbrauchen wir mehr als den eigentlichen Stromverbrauch. Also den wir praktisch über das Kabel hin reinkriegen. Über das Kabel kriegen wir im Moment 32 Joule pro Tick. 32. Wenn ich die wegnehme, dann sehen wir, okay, wir kriegen wieder Strom dazu. Und da kann man abwägen, okay, okay, das ist schon wieder, da kriege ich schon wieder weniger. Also man kann abwägen, ab wann brauche ich ein höheres Kabel. Die Sache ist die, wenn man mehr Strom braucht, braucht man einen höheren Power-Tier. Und in dem Moment braucht man dann die sogenannten Transformer-Upgrades. Die brauchen einen MV-Transformer, also nicht ganz so billig. Es geht aber immer noch, ist eigentlich relativ billig. Und damit kriegt man den Power-Input hier um 1 hoch. Das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt hier einen Overclocker mehr reinpacken wollen würde, müsste ich schon einen Transformer reinpacken, Transformer-Upgrade, und hinten 128 EU pro Tick reinpallern. Allerdings würden dann die anderen Maschinen natürlich explodieren, weil sie sind natürlich nichts für diesen Turm gemacht. Ja, okay, gut. So, das haben wir. Wie gesagt, dann muss ich dann mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich morgen dazu komme, wahrscheinlich nichts vorzubereiten. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein, was wir stattdessen machen können. Und ich mache das hier mal zu und das hier mal zu. Ich habe mir alles rausgeschrieben gehabt. Okay, so. Erfolgreich viel gesprochen. Ich hatte auch überlegt, wenn ihr morgen wirklich nichts einfallen sollte, was wir machen können, ohne dass ich das vorbereite, was ich wahrscheinlich, wie gesagt, spätestens Samstag machen kann, sodass wir den Reaktor bauen können, die ganze Stromversorgung davon, den Mass Fabricator, den könnten wir theoretisch schon mal bauen, ne? Den können wir nicht, ne? Leptron. Haben wir noch Lapis, das ist übrig? 9 haben wir noch übrig. Wir brauchen Leptron Crystal, wir brauchen aber für den Replicator brauchen wir auch noch was. Genau, brauchen wir Teleporter. Ach, die haben gar keinen. Ah, das war ein normaler MFE. Ah, ich war jetzt irgendwie bei MFSU. Okay, und der Scanner? Der war, glaube ich, mit der billigste. Jo. Der war noch billig. Okay, und die Pattern Storage AI. Das ist ja der billigste von allen Blöcken. Genau, mit Mining Lasern. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Pattern Storage Mining Laser braucht. Ich meine, klar, er speichert es auf die Crystal Disk, aber trotzdem. Okay, wir brauchen unbedingt mehr Diamanten-Zeug-Sachen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? 32. Geht. Haben wir ein bisschen Aviary-Zeug nochmal. Da können wir theoretisch noch einbauen. Dann haben wir unten schon mal 5 Aviary stehen. Es wird langsam. Wird langsam. Ich muss unbedingt mal die Bienen umzüchten, aber... Die Zeit ist im Moment nicht da. Okay,
Ich habe vergessen, was ich jetzt gerade tun wollte. Diamanten. Dafür werden wir auch mal... Ciao. Ein von diesen Minecraften ist mein Turm noch drin. Da ist sogar ein Diamant noch drin. Bin immer gewohnt, dass das Inventar auch droppt. Aber nein, die sind alle wie Kisten. So, Turm. Weißt du was? Zu die Arbeit. So. Okay. Nehmen wir mal Diamanten, wie viel wir haben halt. Mal ganz kurz wieder aufladen. Pop. Sollten vielleicht nochmal. Ich meine, wir haben ja so viel Redstone, das können wir uns schon leisten. Einfach mal ein bisschen. So. Ein bisschen Diamanten vervielfältigen. Ein Widder müssten wir eigentlich auch noch machen. Das hatte ich, glaube ich, schon das letzte Mal angesprochen, ne? Aber schon wieder vollkommen verdrängt. So. Das machen wir aus. Haben wir erstmal genug Diamanten. Mach ich mal 16. Wir brauchen einen MFE. Mach ich mal 32. 32, das heißt, wir bekommen 8 Energy Crystal. Das sollte reichen. Wir brauchen 4 für den MFE. Wir brauchen 2 für die Mining Laser. Das heißt, wir sind bei 6. Der Mass Fabricator braucht nochmal einen. Wir sind bei 7. Und der Replicator, der brauchte keinen. Ne, der brauchte die 4. Das war der mit den 4. So, Scanner hat man, das waren 2. Die haben wir eingerechnet. Ne, Scanner nicht. Pattern Storage hat man. Der Scanner. Er brauchte nichts. Okay, gut. Achso, ich kann das ja drinnen lassen. Der kommt sogar noch hinterher. Glaube ich. Ja. Also selbst bei 655% mehr Power, der Macerator hält durch. Bin begeistert. Ich finde es immer noch schön, dass man mittlerweile sieht, was für eine EU-Anzahl drin ist. Nee, was wollte ich noch sagen? Genau, wenn mir morgen wirklich nichts einfallen sollte, dann werde ich mal Folgendes machen. Dann werde ich mal, ich frage mal Blacky, ob er noch eine neue Thorncraft-Version hat. Und ansonsten kann ich ja einfach mal so zeigen, was so praktisch der aktuelle Stand so von Mods ist, noch mit nebenbei. Also was jetzt hier Thorncraft, Applied Logistics und so weiter angeht. Wenn wir von manchen Dingen davon eine Version haben, die halbwegs zeigbar ist. Obwohl sich ja eigentlich bei Applied Logistics überhaupt nichts verändert hat. Hat sie sich da irgendwas verändert? Sie hatten einen eigenen Tooltip gemacht, den haben sie aber jetzt, ich glaube heute sogar wieder rausgenommen, weil war nicht toll, hat das Rendern ein bisschen abgefuckt, also das komplette GUI wurde irgendwie schwarz. Also es war nicht so unbedingt optimal. Ich könnte eigentlich nebenbei schon mal hier Energium. So. Kompressor. So, dann machen wir noch einen letzten durch. So, Kompressor, hältst du es aus? Wunderbar. So gefällt mir das. Ich nie gedacht. So. Und es ist so schön, dass sie mittlerweile stacken. Allerdings glaube ich, kann man sie nicht aufladen, wenn sie gestackt sind. Ich glaube, das war noch eine Sache, die drin war. Aber man kann sie mittlerweile stacken, was wunderschön ist. Es ging früher einfach überhaupt nicht. Genauso bei den ganzen Cooling-Sachen und so weiter. Ich weiß gar nicht, kann man mittlerweile eigentlich die Heatvents stacken? Kann ich davon... Kann auf jeden Fall eins machen. Ich meine, wir brauchen sie ja später eh. Entschuldigung, ich muss es mal ganz kurz nachprüfen.
Nein, die kann man noch nicht stacken. Schade. Oder kann man nicht stacken an sich. Bisschen schade. Egal. So. Okay, also nicht Shift klicken. Dann ist das Deck wieder auseinander. Ist nicht toll. Okay. Dann habe ich nicht gedacht, dass ich ja den schon mal vorbereiten könnte. Es tut mir leid. Hallo? Das heißt, wir brauchen davon jetzt nochmal einen Haufen. So. Haben wir noch mehr Rubber? Kein Rubber mehr. Mensch. Propolis. Mal 3 Stacks Rubber nochmal. Ich sollte mir vielleicht einen Hopper machen. Beziehungsweise eine zweite Centrifuge. Oh. Die Nachricht immer noch falsch. Das ist Tear of the Void. Centrifuge. Hoppa. So. Erst das Ding, dann das Ding, dann das rein. So. Okay, dann kriegen wir nämlich da draußen noch ein bisschen Sticky Resin, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Rubber. Ich kann nämlich alles mit Bienen machen, das ist schön. So. Okay, und dann hier brauchen wir halt einen Haufen. 9 kann ich machen. Okay, wir haben wahrscheinlich alle brauchen. Hier brauchen wir 2 auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch den Leopardron. Dafür brauchen wir... So. Man kann übrigens diese Dinge auch nur in bestimmten Tiers aufladen. Zum Beispiel ein Energy Crystal braucht mindestens MFE. Leopardron Crystal braucht mindestens MFSU zum Aufladen. So, nebenbei. Es ist alles wieder so eine Power-Tier-Sache. Ach genau, wir brauchen ja noch die Advanced-Dinger hier. Das ist halt das Problem, wenn du keine Automatisierung hast. Normalerweise wäre hier hinten schön schon überall Interface dran und alles. Schön. Aber leider nicht wahr. Wir brauchen mehr Mixed Metal. Was fehlt uns dafür? Für Mixed Metal? Eisenplatten. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie gesagt, man braucht halt extrem viel Zeug dafür und ich meine, das Zeug haben wir mittlerweile, weil die ganzen die ganzen Dinge, die wir herstellen müssen, diese ganzen Heat-Dinge, bestehen eigentlich großteils aus Eisen. Wir haben hier noch ein bisschen Diamant mit drin, aber hier alles Eisen, hier Eisen, Kupfer und Tin. Tin haben wir auf jeden Fall genug, vor allem da wir die Casing brauchen, das heißt, wir bekommen aus einem Ingot 2 Stück. Ja. Das ist definitiv gut. Also wie gesagt, das ist billig. Gold brauchen wir hier zwar ein bisschen, aber es geht eigentlich auch. Die Dinger bestehen ja auch im Endeffekt nur aus Eisen und Kupfer. Also das ist ja alles. Advanced Heat Exchanger machen wir nicht. Das Ding habe ich schon gesagt. Die Components sind im Endeffekt auch noch ein bisschen Tin. Also nicht unbedingt wertvolle Ressourcen in der Hinsicht, die wir nicht automatisch herstellen können. Ich habe sogar irgendwo, glaube ich, noch eine Tinbiene, die ich mal fertig machen muss. Tin-Drown. Da. Ich habe noch eine Tinbiene. Ich muss die mal fertig machen. Und die Goldbiene kann ich eigentlich mal runterpacken. Ja, mache ich irgendwann mal. Das Problem ist, da hinten ist mich noch nichts angeschlossen bei dem zweiten. Bei dem neuen LVRI, da muss ich mir erst noch überlegen, wie ich das machen will. Dass es so in etwa wie hier wird. Am liebsten würde es ja ans gleiche System anschließen, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Convert einmal quer rüberrennen will. Und ich muss eigentlich updaten, aber da komme ich erst wahrscheinlich auch erst in 2 Tagen dazu. Ah, das ist alles so doof. Naja, gut. Lassen wir das. Ich sehe nämlich gerade, 30 Minuten sind eh schon um. Wir haben erfolgreich 30 Minuten gequatscht, haben nicht viel gemacht, außer kurze Berechnungen angestellt und viel geredet. Oh, ich will. Es hat bei mir kurz die Müdigkeit eingesetzt. Ist ein gutes Zeichen, wenn sie jetzt einsetzt. Die Folge ist zu Ende. Wir haben Overclocker gemacht. Wir haben doch irgendwas Produktives gemacht. Overclocker, Leptrin, Crystal, geht doch einigermaßen.
Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, ich soll mich nicht immer entschuldigen, aber ich entschuldige mich trotzdem nochmal, dass es nicht unbedingt so die produktivste Folge wieder war, aber es ist nun mal leider so, wenn man nicht unbedingt die viele Vorbereitungszeit, dass man nicht unbedingt so viel machen kann. Vor allem, wenn man halt wirklich jeden Tag eine Folge bringt, so wie ich das im Moment mache. Ja. Genau. Muss mal gucken. Muss auch nochmal unbedingt jetzt bald. Ja, ist egal, das hat jetzt hier nichts zu suchen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao. Und ja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Tschüss.